Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. In der letzten Folge haben wir schon ganz wenig angefangen, hier diesen Platz aufzuräumen. Und in der heutigen Folge werden wir daraus einen Halloween-Eventplatz machen. So, und während ich das hier mache, kann ich euch ja erzählen, was sonst so gerade beim Leben los ist. Und zwar habe ich jetzt einen Job, beziehungsweise eine selbstständige Arbeit, die ich so zweimal die Woche ausführe. Heißt aber, ich kann leider auch weniger Videos deswegen machen. Also in letzter Zeit kamen ja sowieso immer wenig Videos, weil ich ein paar Geldprobleme habe, dies, das. Also habe ich mir irgendeinen Job gesucht, den ich machen kann. Sache ist, der Job ist relativ anstrengend. Und wenn ich den für ein paar Stunden am Tag mache, dann habe ich danach nicht mehr wirklich Lust aufzunehmen. Weil Aufnehmen ist doch anstrengender, als man denkt irgendwie. Und wenn ich müde bin, will ich nicht aufnehmen. Heißt, zweimal die Woche habe ich dann keine Lust und habe dementsprechend auch weniger Zeit zum Aufnehmen. Nur damit ihr da schon mal Bescheid wisst. Was das für ein Job ist, werde ich euch nicht sagen. Ist jetzt nichts Peinliches oder so, aber eventuell kommt dazu noch ein extra Video. Und dann will ich jetzt nicht die Überraschung wegnehmen, was ich da mache. Egal. So, jetzt ist halt die Frage, wo... Doch, ich weiß, wo ich die hinpacke. Denn ich habe ja hier quasi schon angefangen mit diesen ganzen pinken Sachen, die hier hinzustellen. Oder zu pflanzen. Wo kommen denn hier diese weißen und roten her? Die gehören hier aber nicht hin. Die werden gleich mal wieder ausgegraben. Die Lilie ist dann halt hier einzeln. Kriegt aber noch eine lila Chrysantheme daneben. Siehste? So, hübsch. Haben die auch einen neuen Ort gefunden? Dann muss ich die nicht wegschmeißen. Apropos wegschmeißen. Diese weißen können weg. So, okay. Freigeräumt. Ich bin natürlich nicht im Zufall in diesen komischen Baumodus, sondern wir werden jetzt erstmal den Steinweg hier noch beenden. Das hat mich sowieso schon die ganze Zeit genervt. Wenn ich mich erinnert, hier waren drei Häuser vorher, die ich relativ blöd platziert hatte. Oh, ich kann hier gar nichts. Okay. Weil natürlich mein Haus auch hier ist und dann waren die hier immer ein Weg. So. Aber jetzt ist die Idee, dass wir hier alles wieder voll machen mit diesem komischen Holzpfad. Ich glaube, der Holzpfad ist am besten dafür geeignet. Das wird dann einfach ein abgeriegelter Bereich. Und je nachdem, welche Jahreszeit wir haben, werden da dann andere Sachen rein platziert. Also jetzt ist natürlich Halloween als nächstes dran. Heißt, das wird jetzt alles Halloween-mäßig dekoriert in diesem Bereich. Aber wenn zum Beispiel, dann ist ja bald auch Weihnachten und sowas. Da wird es dann wahrscheinlich auch extra irgendwelche Items geben. Dann kann man die da drinnen platzieren. Das ist halt immer unser Event. Kreis hier ist. Neben dem Rathaus, also tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes neben dem Rathaus, ist das dann unser Eventplatz hier. Dann kann der Nook und die Melinda sehen, wo sie bleiben mit ihrem Rathaus. Denken, die haben die hübscheste Location, aber nein, vor meinem Haus ist das viel hübscher. Dann werden wir die ganzen Bewohner abwerben, dass sie bei uns feiern und nicht vor diesem blöden Rathaus. Ja, ja, so wird das sein. So, dann noch diese kleine Ecke hier. Der Baum muss weg. Und Holzfahrt hin. Und dann können wir uns ans Dekorieren machen. Mir ist leider aufgefallen, ich habe einen Zaun noch nicht. Eventuell gibt es den bei Nook. Gucken wir aber gleich erst. Ich habe dann auf jeden Fall vor, das hier alles natürlich zu bezäunen. Und ich merke gerade, das ist ein ganz schön langer Platz hier. Wow. Ich glaube, ich hätte den Stand gar nicht wegmachen müssen. Egal, Leute. Wir fangen von rechts an und bauen uns dann nach links rüber. Ich habe jetzt ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ein bisschen was mitgenommen. Fürs allererste vielleicht ein paar Tische, damit man sich hinsetzen kann, nicht wahr? Aber langt das vom Platz her, ist die Frage. Ich weiß gar nicht. Egal, wir platzieren erstmal ein paar Tische. Die nehmen schon mal schön viel Platz weg. Da muss man sich nicht um so viel anderen Kram kümmern. So, davon habe ich nämlich schon mal drei Stück. Haben leider alle dieselbe Farbe, aber das macht ja erstmal nichts. Wir müssen uns auch überlegen, wo der Eingang ist. Der Eingang wäre wahrscheinlich am besten einfach auch hier. Sieht mir ein bisschen zu einheitlich aus hier. Wir müssen die drehen. So, okay, viel besser. Und dann kann man sich da hinsetzen und da seinen Kürbis arbeiten. Ist das nicht toll? Eigentlich braucht man noch so ein Schneidermesser-Ding, ne? Was daneben ist. Dann kann man hier daran so arbeiten. Kling-ling-ling-ling-ling. Ja, wir machen so einen Contest. Jeder kann sich dann hier hinsetzen und seine eigenen Kürbisse schnitzen. Oh, das finde ich gut. Leute, schnitzt ihr Kürbisse an Halloween? Und seine Kürbisse kann man dann hier oben abholen. Ich habe noch einen Verkaufsstand dabei. Super. So, dann kommt da einfach Kürbisse rein und dann holt man sich die hier quasi ab. So, und hier links ist dann die Spaß-o-Spaß-Fado-Fun-Ecke. Oder so. Und da kann man dann Zuckerwatte essen und all so einen spaßigen Kram, wie es sonst so gibt. Ja, ja. Egal, noch eine Sache. Ich habe Plüschi bestellt bei Fiverr. So ein selbstgemachter Plüschi aus Amerika tatsächlich. für meinen kleinen Wolfsdrachen-Etwas-Dingsbums-Kätzchen. Was auch immer. Also mein Original Character.
Da habe ich mir ein Plüschtier bestellt. Ich bin sehr gespannt, wie das am Ende aussieht. Ich habe der einfach nur geschrieben, ja, hier, so sieht er aus. Kannst so und so machen. Flügel hätte ich gerne. Und eventuell kann er ja ein Herzchen in der Hand tragen oder so. Und mehr habe ich ihr nicht gesagt. Kriege auch leider nicht mit, wie weit sie jetzt ist und was sie so macht. Heißt, ich werde einfach nur das Ergebnis sehen am Ende. Und da bin ich sehr gespannt. Wenn das Ergebnis hübsch ist, dann kann ich aber schon mal sagen, dass es wahrscheinlich als Vorlage dient wird für meinen eigenen Merch. Also, dass ihr den dann auch selber kaufen könnt. Dann kann ich mal gucken, ob ich den irgendwie relativ günstig produziert bekomme, weil jetzt kostet das Plüschtier irgendwie 80 Euro. Oder das ist ein bisschen viel. Ich glaube nicht, dass irgendjemand 80 Euro für ein Plüschtier ausgeben will. Aber dafür ist das jetzt halt gerade noch ein Einzelstück. Ja, mal gucken, was das wird. Naja, Bilder werden natürlich folgen von dem Plüschtier, sobald es dann da ist. Wird aber noch dauern, weil es, wie gesagt, aus Amerika kommt, wo dann auch einmal nochmal der Versand 20 Euro kostet. Richtig bescheuert. Aber für sowas ist Fiverr echt geil. Da kannst du halt echt alles bestellen für relativ günstig Geld. Ich finde 80 Euro jetzt ehrlich gesagt auch nicht zu teuer dafür. Mal gucken aber, wie das dann wird. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr rein generell schon mal irgendwie ein Plüschtier von irgendjemandem gekauft habt, von Maudaro oder sowas. Würde mich mal interessieren. Ich hab so zwei Apfelplüschtiere von Apple War Pictures, wenn ihr die kennt. Die habe ich mir gekauft. Das sind doch die einzigen Plüschtiere, die ich mir von irgendeinem YouTuber gekauft habe. Und von Tadel habe ich mir zum Beispiel auch noch T-Shirts gekauft, so Merchandise-mäßig. Aber sonst habe ich nicht viel. Ich wollte mal was von Dena kaufen, also von Felix von der Laden. Weil der hat auch einige coole Sachen, aber die finde ich leider zu teuer. Oh ja, könnt ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon da irgendwann mal Merchandise gekauft habt und ob ihr eventuell auch an Merchandise von mir interessiert seid. Das würde mich interessieren. Danke, bitte, tschüss. So, okay, das hat jetzt viel zu lange gedauert. Ihr seht schon an der Zeit, es ist einfach 21:30 Uhr abends. Aber so sieht das jetzt erstmal aus. Sieht gar nicht so viel aus, aber so sieht es jetzt erstmal aus. Wir haben ja auch so ein Wahrsager-Set und so. Und mir ist aufgefallen, ich habe eben ganz viele komische Kürbisdinger hier hergestellt. Die werde ich auch gleich nochmal alle hier hin platzieren. Kürbistüre und sowas. Je nachdem, wie man die einfärbt, haben die Kürbisse andere Gesichter. Kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Und die linke Seite ist ja halt so, dass man hier sich dann hinsetzen kann, dass man hier seine, keine Ahnung, Marshmallows braten kann. Und hier ist halt der Fun-Part und rechts ist der Arbeitspart und Schnibbelpart und keine Ahnung. Und hier kann man sich dann halt sein Zeug abholen. Dahinter steht dann derjenige, der das hergibt. Und dann ist alles cool. Also ich, weil das gehört alles mir hier vorne. Ja, ja. Und ich habe mir jetzt überlegt, man könnte ja noch auf beiden Seiten, statt diesen komischen Laternen, könnte man hier zum Beispiel ein Kürbistor hinsetzen. Auf beide... Oh, das sieht cool aus. Auf beide Seiten. Genau, und dass man da dann quasi durchgeht, damit man weiß, aha, hier beginnt das Halloween-Ding. Und dann ist alles cool. So, warte, das machen wir auf der linken Seite auch nochmal. Ich habe nämlich noch zwei weitere. Ein Glück habe ich so viele Kürbisse gefarmt, dass wir die hierhin platzieren können. Genau, da kann man von links und rechts da reingehen und weiß, ah ja, hier beginnt das Halloween-Event. Was ein bisschen doof ist, ist, dass das Tor nicht wirklich abschließt hier mit der Hecke. Also man kann da nicht durchgehen und man kann das auch nicht näher ran machen. Das ist schon das Nächste. Das sieht ein bisschen doof aus, aber sonst bin ich damit sehr zufrieden. Was man eventuell noch machen kann, ist, die Hecke ganz wegzunehmen und stattdessen hier einfach alles voll mit irgendwelchen Stehlampen... Oh, guck mal, unser erster Gast ist schon da. Mit Stehlampen und Kürbissen voll zu machen, sodass man weiß, ah ja, hier geht's jetzt ab. Ja, da kommt ein Kürbis hin. Und guck, der grüne sieht ja schon anders aus als der orangene. Und das gilt wirklich für alle Kürbisse. Das finde ich richtig cool. Ich habe die jetzt auch alle mehr oder weniger anders eingefärbt. Ja, genau. Das hier ist ein orangener, der rechts. Das da ist ein grüner. Und ist auch gut, dass ich jetzt eigentlich abends aufnehme, weil dann sieht man die richtig. Das ist wieder ein orangener. Wir können ja sagen, immer zwei Kürbisse und dann wieder eine Laterne. Das ist ein weißer zum Beispiel. Ich finde das so cool, dass sie verschiedenartige Gesichtsausdrücke haben. Jetzt habe ich leider keine Laternen mehr. Sieht deine Vogelscheuche auch gut aus? Ist zumindest auch hoch. Ja, ja, doch, das passt. Ich habe einfach ganz viele von diesen Laternen hergestellt, weil die halt gar nichts kosten. Die kosten, glaube ich, vier Kürbisse oder so. Die kann man also einfach spammen. Und ich glaube, ich finde das tatsächlich so besser. Schließt zwar trotzdem nicht so richtig geil hier ab. Ja, aber ich kann es aber nicht weiter schieben. Aber so ist doch cool. Die Hecke kann dann von mir aus unten lang, dass man durch so einen Gang gehen muss. Ja, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Man sieht noch alles, man ist noch auf dem Weg, also man hat hier Platz durchzugehen. Finde ich gut, glaube ich. So, fertig. Die linke Seite ist auch fertig. Kann man hier reingehen, weiß genau, wo man hin muss. Und hier ist dann das Tor zum Event. Musik wird noch fehlen. Aber ich habe, glaube ich, keine richtige Anlage. Ob es eine Kürbisanlage gibt, das wäre ja der Wahnsinn. Also ich glaube, ich werde das hier mit der Zeit auch noch verändern. Den Zaun möchte ich nämlich auch nicht so behalten. Es gibt so einen wilden Eisenzaun, aber den habe ich leider noch nicht. Vielleicht kriege ich den bis Silvester, hätte ich jetzt fast gesagt. Bis Halloween kriege ich den ja vielleicht noch.
Oder, stimmt, ich war heute noch nicht bei meinem Bewohner, der am DIY-Basteln ist. Vielleicht finden wir noch ganz schnell den Bewohner, der hier rumbastelt. Hallo Silke, bastelst du heute? Tut sie nicht, sie trainiert. Lass dich nicht stören. Bea, bist du am Basteln? Bea ist am Basteln. Mit Helm auf, weil das bestimmt, dass es ganz Gefährliches ist. Was bastelst du denn da Schönes? Ein Terrarium auf hat leider gar nichts mit Halloween zu tun. Und habe ich, glaube ich, auch schon. Ja. Okay, schade. Ich glaube, ich habe nämlich tatsächlich noch nicht alles, was man mit Halloween machen kann. Hier, das sind alle DIYs, die ich für Halloween habe. Das sind gerade mal 7. Es gibt doch locker 20 oder so. Da fehlen mir so viele. Kacke, ey. Was mache ich denn jetzt? Hoffentlich kriege ich den Rest dann noch an Halloween, sonst wäre doof. Aber ja, ich glaube, das soll es dann für heute gewesen sein. Wir haben hier unseren schönen Halloween-Platz gebaut, der die nächsten Tage wahrscheinlich noch ausgebessert wird, wie gesagt. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr ihn findet. Ich finde ihn ganz schnieke. Also besser als was hier vorher war. Vorher waren hier Häuser, die waren nervig. Dann waren hier Blumen, die waren nervig. Und jetzt haben wir hier halt so einen Eventplatz, den wir jedes Mal wieder anpassen können, wenn ein anderes Event ist. Doch, doch, finde ich ganz, ganz gut. Und wir haben auf jeden Fall mehr Style als dieses blöde Rathaus mit hier seinen 2 Lampen nur. Das kann ja gar nichts. Gar nichts kannst du. Kommt alle zu mir. Ach, ich find's gut. Ja, cool. Dann bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal da seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.